Hallo und herzlich willkommen zurück zum Schulprogramm. Wir beginnen jetzt die Stunde Lobbyismus und Subventionen und ich übergebe direkt an Anna und Jo. Ja, hallo auch von meiner Seite. Herzlich willkommen an alle Schülerinnen und Schüler und natürlich auch an alle Lehrkräfte, die jetzt live dabei sind oder sich im Nachhinein diese Stunde anschauen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Anna, ich studiere Mathe und Latein auf Lehramt und führe euch heute zusammen mit Jo durch diese Stunde. Hallo auch von mir, ich bin Jo, ich studiere Geoökologie und wir sehen uns dann nach der Arbeitsphase wieder. Heute ist ja tatsächlich schon der letzte Tag der Public Climate School. Ihr könnt alle Unterrichtsstunden von den letzten 4 Tagen auch im Nachhinein noch anschauen. Alle Infos findet ihr auf unserer Website und dort auch die entsprechenden Links und Materialien. Heute an dem Tag geht es rund um das Thema Politik. Wer schon in der ersten Stunde zum Pariser Klimaabkommen dabei war, ist vielleicht schon ein bisschen in die Thematik eingestiegen. Jetzt in der Stunde geht es um Lobbyismus, auch ein sehr wichtiges Thema in diesem Kontext. Und da würde ich euch bitten, schon mal direkt als allererstes auf den Menti-Link zu gehen, den ihr jetzt gleich eingeblendet seht, und dort abzustimmen, ob ihr schon mal was von Lobbyismus gehört habt. Einfach ja oder nein. Genau. Dann freuen wir uns sehr, dass Annika Jöris heute bei uns ist. Sie ist Journalistin und hat zusammen mit Susanne Götze das Buch Die Klimaschmutzlobby geschrieben. Sie hat also viel zu diesem Thema recherchiert und wird euch gleich einen Input geben. Vielleicht sage ich noch kurz vorab zum Ablauf der Stunde. Also wir kriegen eine kleine Einführung und dann dürft ihr selbst in einer Arbeitsphase zum Thema Lobbyismus an einem aktuellen Beispiel arbeiten. Und am Ende der Stunde kriegt ihr die Möglichkeit, eure Fragen direkt an Annika Jöris zu stellen. Dazu könnt ihr auch schon während der Stunde oder auch während der Arbeitsphase, wenn euch Fragen kommen, direkt die in den Menti-Link schreiben. Das ist derselbe wie von der Umfrage eben. Den zeigen wir auch zwischendurch nochmal. Genau, jetzt sehe ich hier gerade schon, okay, es hält sich etwas die Waage. Ungefähr, dann ist doch umso besser, dass sich das jetzt gleich klärt. Genau, und dann würde ich abgeben an Annika Jöris. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Genau, es geht um das Thema Lobbyismus und das ist für mich eines der wichtigsten Themen. Ich habe hier das ist jetzt hier der kurze Werbeblock für das Buch, was wir darüber geschrieben haben, die Klimaschmutzlobby. Da haben wir uns tatsächlich jahrelang mit diesem Lobbyismus und den Lobbyisten beschäftigt. Und das fußt einfach auf der einfachen Frage, die ihr euch vielleicht auch schon alle gestellt habt: Warum ist eigentlich so wenig passiert? Ne? Es gab schon, das wissen vielleicht noch nicht so viele, aber das hat mich auch immer wieder überrascht. Es gab schon 1995 die erste Weltklimakonferenz und auch Angela Merkel hat schon eine Enquete-Kommission geleitet im Bundestag zur Klimakrise. Und das ist alles schon bald 30 Jahre her. Das heißt, die Regierenden und auch die Bevölkerung weiß eigentlich schon seit Jahrzehnten, dass wir unbedingt handeln müssen. Und handeln heißt für die Klimakrise ja eigentlich vor allem, dass wir die Emissionen senken, ne? Dass wir weniger Treibhausgase ausstoßen. Das ist sozusagen das Einzige, was hilft gegen die Erderwärmung. Und das ist eben schon so lange bekannt, aber trotzdem ist wenig passiert, trotz aller Abkommen und trotz aller Konferenzen, die immer stattfanden und trotz aller Reden, die gehalten wurden, sind die Emissionen ja in Deutschland eigentlich immer weiter gestiegen. Also gerade im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal die Klimaziele eingehalten. Es lag aber eigentlich nur an Corona, weil da die Produktion so runtergefahren wurde und die Menschen weniger geflogen sind und weniger konsumiert wurde. Aber eigentlich haben wir, wenn man sich wirklich die Zahlen anguckt, sehr wenig erreicht in den vergangenen 25, 30 Jahren, in denen wir schon über die Klimakrise sprechen. Und die Antwort darauf, warum das so ist, die haben wir recherchiert und sind auf sehr viele Gruppen und einflussreiche Personen gestoßen, die halt alles dafür tun, dass es eben keine Gesetze gibt, die beispielsweise Verbrennermotoren in Autos verbietet oder die Inlandsflüge verbietet, was ja jetzt gerade wieder aktuell auch diskutiert wird, oder die dafür gesorgt hat, dass wir weiter die Landwirtschaft haben mit den großen Maschinen und dem vielen Dünger, der auch ganz viele Treibhausgase verursacht. Also es gibt halt sehr
mächtige Interessengruppen. Also man könnte sagen, Lobbyismus ist eigentlich, ja, oder Lobbyisten sind Interessensverbände oder Gruppen, die bestimmte Interessen verfolgen. Und deren Interesse war halt, diese Gesetze, die wir eigentlich gebraucht hätten gegen die Klimakrise, zu verhindern. Ne? Also Lobbyisten sind eigentlich Personen oder Lobbyismus an sich beschreibt eigentlich dieses Phänomen, dass bestimmte Leute sich beispielsweise ganz offensichtlich die Autoindustrie setzt sich natürlich dafür ein, dass beispielsweise die Kfz-Steuer niedrig ist. Dann kaufen die Leute mehr Autos. Oder die Luftfahrtindustrie setzt sich natürlich dafür ein, dass das Kerosin, sehr treibhaushaltiges Treibstoff von der Luftfahrtindustrie, dass das nicht besteuert wird. So, also jeder setzt sich natürlich aus Seiten der Industrie, sehr verständlich, setzt sich dafür ein, dass der Profit möglichst groß ist. So, das ist ja auch erstmal logisch. Und wenn man so will, das ist auch nicht verboten, dass sie sich dafür einsetzen. Das ist ja sozusagen ihr Recht und nachvollziehbar. Ne? Also warum sollte die Autoindustrie für ihre eigene Abschaffung plädieren? Warum sollten die Kohlekonzerne für einen frühen Kohleausstieg sich einsetzen? Das erwartet ja auch niemand von denen. Es ist ganz logisch, die wollen lange weiter ihre Kohlekraftwerke fahren lassen und verhindern, dass die Politik beispielsweise beschließt, jetzt die Kohlekonzerne, die Kohlekraftwerke in Deutschland früher abzuschalten. Und diese Gruppen, die sind halt deutlich einflussreicher, als man annehmen könnte. Also man könnte ja sagen, okay, die haben halt ihre Interessen. Und die verfolgen die, aber die Politik ist ja dann eigentlich diejenige, die das dann entscheidet. Also die hört sich das an von dem Autobauer und dann hört sich aber eigentlich auch nochmal die Klimawissenschaftler an. Und dann muss die ja zum Wohle aller entscheiden und nicht zum Wohle der Autoindustrie. Das ist halt der Unterschied zwischen den Lobbyisten der Autokonzerne jetzt beispielsweise, die nur für ihre eigenen Interessen kämpfen, und zwischen den Lobbyisten, das wird ja auch manchmal Fridays for Future vorgeworfen oder grünen Umweltorganisationen, Greenpeace oder so, dass sie ja auch Lobbyisten sind. So, ja, im strengeren Sinne sind sie natürlich auch Lobbyisten, aber sie sind halt Lobbyisten, also sie kämpfen sozusagen für etwas, was jedem Menschen nützt. Also eine saubere Umwelt und ein intaktes Klima oder eine möglichst geringere Klimakrise, das ist natürlich für alle gut. Wohingegen natürlich die Interessen der Autokonzerne, die sind natürlich für die Autokonzerne gut und vielleicht noch für die Angestellten über ein paar Jahre, wobei man bei denen natürlich auch noch mal was anderes finden könnte, aber nützt erstmal nur der Autoindustrie. Und das ist halt der Unterschied, den man unbedingt machen muss zwischen den Lobbyisten, den Industrielobbyisten und sozusagen den Lobbyisten, die für Umweltschutz oder Klimaschutz eintreten. Ne? Die treten eben für das Gemeinwohl aller Menschen ein. Ne? Niemand, also alle profitieren davon, wenn die Umwelt intakt ist, und alle leiden unter der Klimakatastrophe. Und insofern ist dieses Kämpfen von den Umweltbewegten oder Fridays for Future-Bewegung ein Lobbyismus für die Allgemeinheit, und das andere sind halt Einzelinteressen bestimmter Industrien oder bestimmter Konzerne. Und was wir gemacht haben, zusammen mit meiner Kollegin Susanne Götze, wir haben halt geguckt, wie sehr konnten die eigentlich eingreifen in die Gesetze, weil am Ende ist es ja eigentlich das, was zählt. Also wenn man die Klimakrise bekämpfen will und dafür die Treibhausgasemissionen senken will, dann geht das nur über Gesetze. Das macht ja niemand freiwillig, das war mal das frühere Konzept, aber es hat nicht funktioniert, sonst wären ja die Emissionen schon deutlich gesunken. Klappt aber nicht, also das heißt, man braucht Gesetze, die das limitieren. Also beispielsweise Gesetze dafür, wie viel CO2 darf aus so einem Auto-Auspuff kommen beispielsweise. Das ist ja alles gesetzlich geregelt. Und das ist sozusagen das Entscheidende, worauf man gucken muss, was wird dafür als Gesetz verabschiedet. Ne? Sonst wartet man Jahrzehnte und Jahrzehnte und die Industrie hat natürlich kein Interesse daran, sich selbst das Leben schwer zu machen, wird also nur auf Gesetze reagieren. So, das ist das Einzige, was zählt. Und deswegen haben wir uns angeguckt, um zu sehen, wie groß ist der Einfluss der Lobby, also der Leute, die sozusagen für die Industrie kämpfen, für ihre Einzelinteressen oder Partikularinteressen, sagt man auch manchmal. Wie groß ist der Einfluss? Also konnten die tatsächlich die Gesetze, die wir hätten haben müssen, verhindern? Und wie haben die das gemacht? Und da haben wir auf verschiedenen Ebenen gefunden, dass sie tatsächlich an allen Gesetzen mitgewirkt haben, die spät, die vor allem zu verzögern,
dass es nicht dazu gekommen ist. Also es gibt es gibt zwei Wege sozusagen, in denen das gemacht wird. Einmal, in denen einfach die Abgeordneten, die dann ja über die Gesetze abstimmen müssen, einfach bearbeitet werden. Also die Lobbyisten versuchen sich immer möglichst häufig mit denen zu treffen, beim Abendessen. Es gibt dann aber auch so Konferenzen und die Möglichkeit, da irgendwelche Studien einzureichen, die man selbst angefertigt hat, also die im eigenen Sinne sind. Und so kommt es dann zu beispielsweise viel zu hohen CO2-Grenzwerten für Autos. Da wurde das ganz, ganz massiv gemacht von der Autoindustrie. Und sie hat ja auch schon immer, das ist ja auch bekannt, dass sie einen sehr guten Draht immer zu den verschiedenen Bundesregierungen hatte. Also wenn dann der Chef von VW, der hat dann die Handynummer von Frau Merkel, der kann die auch anrufen und sagt dann, hör mal, das können wir auf keinen Fall schaffen, und droht dann damit, dass ich weiß nicht, wie viele Arbeitsplätze wegfallen, wenn diese Grenzwerte jetzt beschlossen werden sollen für die klimaschädlichen Gase. Also das ist so der erste Weg, über den das immer versucht wird, sowohl in Brüssel als auch in Berlin, dass da also viele Leute daran arbeiten, bei den Gesetzen ja mitzuschreiben oder sie abzumildern oder zu sagen, das geht nicht, das müsst ihr verhindern, dass diese Grenzwerte, die werden uns kaputt machen. Also dann gibt es auch immer so große Drohszenarien, was passiert, wenn dies oder jenes Gesetz verabschiedet wird. So, und das ist sehr erfolgreich. Und für Brüssel haben wir eine Zahl, die ich immer sehr beeindruckend fand, wie viele Lobbyisten, also wie viele Vertreter von den verschiedenen Konzernen dort unterwegs sind. Und zwar sind das 12.000. Das sind 12.000 Personen in Brüssel, deren einziger Beruf es ist, nur die Abgeordneten und die Mitarbeiter im Brüsseler Parlament zu bearbeiten in ihrem Sinne. So, also die von morgens bis abends schreiben die da irgendwelche Papiere und versuchen die einzuladen und beauftragen Studien, die dann auch ein bisschen schief sind, also in ihrem Sinne irgendwie aufgesetzt wurden. So, und das sind halt 12.000 Personen. Das ist eine ganze Menge, die da beschäftigt sind. Und wir wissen das beispielsweise nur, um zu zeigen, wie groß auch das Ungleichgewicht ist zwischen der Industrie und den Umweltbewegungen, die ja auch dafür kämpfen, also die ja auch für Gesetze kämpfen, natürlich für andere Gesetze als die Industrie. Aber die haben natürlich auch den Anspruch, die Abgeordneten zu beeinflussen und sie zu überzeugen, dies oder jenes Gesetz zu verabschieden. Und von denen gibt es halt nur rund 1.000. Also es ist halt 1.000 Umweltbewegte sozusagen und 12.000 Industrielobbyisten. So, und da sieht man halt natürlich, wie groß da die Diskrepanz ist und dass die Umweltlobby sozusagen sehr viel kleiner und weniger mächtig ist als die der Industriekonzerne. Die stecken da richtig viel Geld rein und es wird auch jedes Jahr mehr, also es gibt jedes Jahr mehr Lobbyisten in Brüssel und auch in Berlin, die versuchen, diese Gesetze zu verhindern oder auszubremsen. Ne? Einfach auch, weil die Klimakrise immer stärker ins Bewusstsein rückt und immer stärker auch zu spüren ist ja schon, sodass jetzt auch natürlich mehr Gesetze drohen. Also jetzt geht es der Industrie natürlich ums Ganze und und da wird jetzt kräftig gekämpft und versucht, entsprechende Gesetze jeweils zu verhindern. Das ist so ein Weg, also sozusagen über die Lobbyisten vor Ort die Gesetze zu beeinflussen. Und dann gibt es noch einen zweiten, der auch immer wieder, der ist ein bisschen weniger im Mittelpunkt, aber der ist sehr wichtig. Da haben wir sehr, sehr viele Fälle gefunden. Und da geht es darum, dass Politiker erst Politiker sind und dann anschließend, nachdem ihr Job aufgehört hat, die Seite wechseln und dann in die Industrie gehen. Das ist erstmal per se nicht verboten, aber es ist halt bei sehr vielen Leuten sehr wahrscheinlich, dass sie schon während ihrer Zeit als Abgeordnete möglicherweise da mit der Industrie schon verhandelt haben oder dass da schon die künftigen Jobs in irgendeiner Form in Aussicht gestellt wurden und dass sie dann deswegen auch entsprechend gehandelt haben. Also da gibt es ein Beispiel für, ich gucke auf die Uhr, es ist schon gleich vorbei, aber das Beispiel muss ich jetzt noch bringen, weil es wirklich meiner Meinung nach einer der größten Skandale ist eigentlich in Deutschland, der viel zu wenig bislang kritisiert wurde. Also es wurde kritisiert, aber zu wenig. Und zwar geht es da um den Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich aus Sachsen. Der ist von der CDU und der hat damals 2017, 2018 war der Vizevorsitzende der Kohlekommission in Deutschland und hat dann als solcher mitentschieden,
dass der Kohleausstieg für Deutschland erst 2038 kommt. Vielleicht habt ihr ja schon mal davon gehört, das ist wirklich ein sehr, also nach Meinung von allen Experten ist das eigentlich viel zu spät, weil unser großes Problem in Deutschland ist tatsächlich die Kohleindustrie. Ne? Das ist wirklich unsere größte Treibhausgasquelle, sind die Kohlekonzerne, also die Kohleindustrie, die immer noch weiterläuft, gerade die Braunkohle. Und da wurde eben der Ausstieg beschlossen für 2038, also gegen jeden wissenschaftlichen Konsens wurde dieses sehr späte Datum beschlossen, übrigens sehr viel später als in jedem anderen EU-Land außer Polen. Und das hat Ted Tillich als Ministerpräsident von Sachsen, weil dort eben auch Braunkohlekonzerne angesiedelt sind, hat das beschlossen, hat dafür gekämpft, für dieses späte Ausstiegsdatum. Und dann, als das einmal stand, hat er gewechselt und ist jetzt Vorsitzender von der MIBRAG, der Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft. Also der war erst Politiker, hat sozusagen im Sinne dieses Kohlekonzerns entschieden und dann war er nicht mehr Politiker und hat dann einen gut dotierten Posten für diesen Kohlekonzern erhalten. Und das ist natürlich eigentlich ein Super-GAU. Also das darf eigentlich passieren, dass jemand so nah ganz offensichtlich an der Industrie dran ist, in seiner Abgeordnetenzeit oder in seiner Politikerzeit. Er war sogar Ministerpräsident, also an hoher Stelle. Aber das ist sozusagen ein Beispiel dafür, warum, ich meine, viele wundern sich ja immer, warum wurde diese Zahl so spät genommen, warum erst 2038? Ja, und ein Grund ist tatsächlich, dass da jemand mitverhandelt hat, der im Interesse der Industrie gehandelt hat und nicht im Interesse der deutschen Bevölkerung, die ihre Treibhausgase senken muss für die Klimakrise. So, das ist halt etwas, was auch in Brüssel, das kommt immer wieder vor, dieser Drehtüreffekt nennt man das, dass man eigentlich immer mal kurz Politiker ist, aber eigentlich immer nur so zwischen Industrie und Abgeordneten sein wechselt. Und die Abgeordneten sind aber eigentlich, sagen laut Grundgesetz, natürlich dem Wohle des Volkes verpflichtet und nicht dem Wohle einer bestimmten Industrie, wie jetzt in diesem Fall der Braunkohleindustrie. Genau. Und von diesen Beispielen, also Kohle ist ein Beispiel, ihr beschäftigt euch jetzt gleich noch mit einer anderen großen Lobby, für die wir vielleicht auch noch sprechen können. Und da geht es um die Bauern- und Milchlobby. Die ist auch ein sehr interessantes Beispiel darüber, wie sie es über Jahrzehnte geschafft haben, genauso zu produzieren wie immer, ohne Rücksicht zu nehmen auf die Umwelt und die Klimakrise. Genau, das war jetzt, glaube ich, erstmal mein Part. Ja, vielen Dank. Das war sehr informativ und natürlich auch immer wieder erschreckend. Jetzt dürft ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, selber tätig werden und ein bisschen Lobbyismus auf die Spur kommen. Und dazu dürfen jetzt die Lehrerinnen und Lehrer, die in Klassenzimmern sind, auf jeden Fall die Arbeitsblätter austeilen. Ansonsten findet ihr das auch auf unserer Website. Dort findet ihr einen Text vom Milcherzeugerverband in Bayern abgedruckt. Und eure Aufgabe ist es, den Text zu lesen und dann die Aufgaben auf der Rückseite zu bearbeiten. Wir blenden euch ein, wenn ungefähr die Halbzeit rum ist, dann solltet ihr spätestens zu Aufgabe 2 übergehen und in die Diskussion kommen. Genau, dann sehen wir uns in 15 Minuten wieder.
sie dich frei und dann kannst du reden. Mhm. Alles Pärchen? Okay, dann habt ihr jetzt noch eine Minute. Ich gebe dir, ich sag dir, ab wann du es machen kannst. Kann sie? Sind schon drauf. Oh, wir sind schon drauf. Du kannst anfangen. Okay, dann hoffe ich, dass ihr eine produktive Arbeitsphase hattet und ein bisschen Lobbyismus auf die Spur gekommen seid. Vielleicht können Sie, Frau Jüris, noch mal eine kurze Einschätzung zu diesem Fall geben oder irgendwie was dazu sagen. Und dann gebe ich mal das Wort ab. Ja, gerne. Also zu der Milchwirtschaft oder der Bauernlobby, das ist auch eine ganz interessante Sache, weil die haben natürlich immer ausgenutzt, dass man sagt, ja, okay, in der Landwirtschaft, wir müssen ja essen, wir müssen ja leben, der Kühlschrank darf nicht leer bleiben und deswegen müssen wir auch so produzieren, wie wir es bislang tun. Und damit sind sie bislang eigentlich durchgekommen und es ist einer der wenigen Bereiche mit Verkehr, die halt tatsächlich jetzt noch genauso viel ausstoßen wie schon vor 2 Jahrzehnten. Einfach weil die Leute noch genauso viel Fleisch und Milch essen und weil der Bauernverband auch immer dafür gekämpft hat, dass es beispielsweise an Schulen Milch gibt, dass es in den Kantinen immer noch Fleisch gibt. Also wir erinnern uns vielleicht alle an die Aufregung, die es mal gab vor ein paar Jahren um ein Veggie Day, also dass man ein vegetarisches Gericht in der Kantine anbietet. Also 1 von 5, das ist absolut nicht viel, aber wurde damals eine Riesenaufregung. Und das ist natürlich auch eingefädelt von dem Verband der konventionellen Bauern und der Fleischbauern und Milchbauern, die immer erstens mal stark im Parlament vertreten sind, weil sehr viele, gerade der CDU-Abgeordneten, sind auch zugleich Großbauern. Das ist so einfach wie einleuchtend, dass dann auch nicht die Gesetze gegen diese Großbauern oder gegen diese Landwirtschaftsform sozusagen durchkommen, weder in Brüssel noch in Berlin, weil dann die Bauern quasi selbst direkt mitbestimmen. Und die haben es halt geschafft, über ihren Druck in die Politik dafür zu sorgen, dass wir heute immer noch, also es gibt natürlich immer mehr Vegetarier, aber das sinkt, wenn man gesamt guckt auf den Fleischkonsum, den Milchkonsum, sinkt das ein ganz klein bisschen. Also es ist auf jeden Fall nicht ausreichend, um jetzt diese Emissionen so weit zu reduzieren, wie wir es eigentlich müssten. Und die Ernährung ist halt wirklich ein sehr großer Faktor. Also wenn man jeden Tag einen Hamburger isst oder ein Steak oder 3 Wurstbrötchen, dann hat man wirklich persönlich eine sehr schlechte Bilanz. Also es ist ein sehr großer Faktor. Das ist aber bislang kaum diskutiert worden. Also jeder weiß, dass ein Langstreckenflug irgendwie schlecht fürs Klima ist. Aber wenn man jetzt in so einen Hamburger beißt, denken da, glaube ich, die wenigsten dran. Und das ist aber eigentlich der Fall. Also vor allem, wenn man Hamburger täglich isst und einen Langstreckenflug vielleicht nur einmal im Jahr macht. Ja, genau. Also das ist ein großer Erfolg dieser Interessensgruppe der Milch- und Fleischproduzenten, dass das bislang so weitergeht in den Kantinen und ja, einfach im Bewusstsein. Ja, vielen Dank. Okay, dann können wir jetzt übergehen zu dem Q&A. Ich habe schon gesehen, es sind sehr, sehr viele Fragen eingetrudelt und ich gebe dazu ab an Jo, die diese Fragen stellen wird. Genau, ich freue mich sehr, dass ihr so viele Fragen gestellt habt und ihr könnt diese Fragen auch gerne noch weiterstellen. Der Menti-Link ist noch offen. Und ich fange einfach mal an, indem ich eure Frage jetzt an Annika Jüris stelle. Und als erstes wäre es vielleicht ganz schön, wenn Sie noch mal in einem Satz Lobbyismus kurz definieren könnten. Der Anfang von allem. Genau, also Lobbyismus ist, wenn eine bestimmte Interessengruppe für ihre Interessen kämpft und Gesetze beeinflusst oder Gesetze verhindert. Also der Autokonzern verhindert, dass SUVs verboten werden, beispielsweise. So, und das sind halt immer, geht immer darum, dass es Einzelinteressen sind, die dann für alle wirken letztendlich. Also der Autokonzern verhindert das, aber alle atmen die schlechte Luft der SUVs ein, jetzt beispielsweise. So, und das ist halt, Lobbyismus ist halt, wenn häufig auch verdeckt für einzelne Interessen gekämpft werden und am Ende hat die gesamte Bevölkerung diese Regeln, die eigentlich nur für einen gut sind, nämlich für den Autokonzern. Daran anknüpfend kommt gleich die Frage, wie äußert sich das oder wie kann man den Lobbyismus erkennen? Also für mich hat sich das einfach darin geäußert, dass wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben in der Klimakrise, absolut nicht umgesetzt haben. Und das ist ganz klar ein Zeichen dafür,
dass da nicht auf die Fakten geguckt wurden, sondern auf andere Interessen. Eben auf diese, wo ich gerade angesprochen habe, diese Einzelinteressen bestimmter Industrien oder bestimmter Branchen und Konzerne. So, und das, daran kann man das erkennen, wenn Gesetze fehlen, die eigentlich für alle gut wären. Also auch, das geht ja auch für andere Bereiche, nicht nur für die Klimakrise. Also Luftverschmutzung beispielsweise in den Städten. Da wäre es gut, wenn dann nur eine Tempo-30-Zone wäre oder wenn vor allem viel Platz für Radfahrer und Fußgänger geschaffen wäre. Ist aber nicht. Das heißt, da gibt es dann bestimmte Interessengruppen, die das sicherlich verhindert haben, obwohl die Lungenärzte, die da täglich mit beschäftigt sind, mit den Schäden in der Lunge von Kleinkindern, eigentlich schon die Fakten längst auf den Tisch gelegt haben. Dann kam die Frage, ist Lobbyismus so wie Korruption? Ja, sehr wichtige Frage und sehr schwierige Frage. Also Korruption ist ja verboten. Ne? Korruption ist ja dann, wenn man tatsächlich finanzielle Vorteile hat, beispielsweise von einer Entscheidung. Also wenn jetzt der Autokonzern die Abgeordneten im Bundestag tatsächlich ja, einen Briefumschlag mit Geld rüberschieben würde, dann wäre das Korruption und das ist natürlich strafbar. Ne? Also das darf der Abgeordnete natürlich absolut nicht angeben. Ich glaube, die haben sogar so eine Geschenkgrenze von 10 Euro ist jetzt, glaube ich, gerade. Also selbst so kleine Geschenke oder so sind eigentlich verboten, weil Korruption eben illegal ist. Und dann sagt man, okay, der hat jetzt nur für Geld, hat er jetzt was beschlossen für das ganze Land, was nicht gut ist. Also das ist Korruption, wohingegen Lobbyismus eigentlich nicht verboten ist. Also das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, dass die Konzerne, die dürfen das natürlich, die dürfen natürlich sagen, ich möchte hier aber weiter produzieren und ich möchte auch die großen SUVs produzieren. Und die Lufthansa sagte, ich möchte aber weiter Inlandsflüge anbieten. Das ist theoretisch völlig, völlig legitim. Aber es gibt dann natürlich so einen Graubereich, wie beispielsweise, wenn dann die Politiker nicht während ihrer Amtszeit beeinflusst werden, sondern wenn denen möglicherweise Jobs für nach der Amtszeit versprochen werden, dann ist das so ein Graubereich, aber der ist sehr schwer nachzuweisen. Also da bräuchte man die Gesprächsprotokolle, geheime Gesprächsprotokolle oder so, um zu beweisen, dass dem Politiker dafür eine bestimmte Abstimmung, was in der Zukunft angeboten wird. So, und das macht es aber schwierig. Also natürlich sind auch die Lobbyisten und auch die Abgeordneten nicht dumm. Also es geht da sehr, sehr viel weniger oder vielleicht sogar gar nicht. Wir haben zumindest nicht gefunden, um die Geldkoffer, die da über die Tische geschoben werden, sondern es werden dann andere Deals abgeschlossen. Und insofern gibt es da sehr viele Graubereiche, wohingegen, wie gesagt, Lobbyismus, das ist ja so die Vertretung seiner eigenen Interessen, gehört zur Demokratie und bis zu einem gewissen Grad braucht man das auch, dass alle Gruppen sich äußern dürfen. So, aber dann ist es halt an der Politik, die unabhängigen Entscheidungen zu treffen. Und der Lobbyismus geht dann halt zu weit oder geht in die Korruption über, wenn die Entscheidung nicht mehr unabhängig ist, sondern wenn der Abgeordnete in irgendeiner Form einen Vorteil hat und sei es irgendwie eine Urlaubsreise oder einen späteren guten Job in der Firma, für die er jetzt das gute Gesetz verabschiedet hat beispielsweise. Und können Sie das noch in die andere Richtung abgrenzen? Ab wann ist es nicht mehr Interessensnennung, sondern Lobbyismus? Also das wüsste ich jetzt nicht, wie man das abgrenzen sollte. Also Lobbyismus ist ja sozusagen die Interessensvertretung einer bestimmten Gruppe. Das ist insofern eigentlich dasselbe. So, das Wichtige ist halt immer daran, das ist das Entscheidende beim Lobbyismus, dass es halt transparent ist. Also wenn da jetzt der VW-Chef oder der BMW-Chef bei Anne Will sitzt in der Talkshow und sagt, ich möchte aber gerne, dass Autos weiter produziert werden, dann sagen alle, ja klar, sagt er das und prima, kein Problem. Aber wenn da jetzt jemand anders sitzt, wenn da jetzt ein Abgeordneter sitzt, der aber eigentlich mit BMW irgendwie gerade seinen Nebenjob verhandelt hat und der sagt, wir müssen weiter Autos produzieren, dann ist das natürlich was ganz anderes, weil dann sieht man nicht, dass er eigentlich nicht tatsächlich für die Allgemeinheit spricht, sondern für diesen Autokonzern. Und das ist genau das Wichtige am Lobbyismus, dass man ihn erkennt. So, die offenen Lobbyisten, das ist ja gar kein Problem. Also niemand erwartet von Audi, dass die sagen, wir wollen weniger Autos produzieren oder kleinere Autos oder so. Das wäre ganz absurd sozusagen. Das erwartet niemand, aber man muss es halt offenlegen. Und sobald es offen ist, erkennt man, dass es halt Lobbyismus ist und keine Aussage für die Allgemeinheit, die ein Politiker eigentlich tätigen müsste. Welche Erwartungen haben Sie denn an das Lobbyregister?
Also das ist auf jeden Fall ein erster Schritt. Ich hatte ja, das wurde ja jetzt diskutiert in Deutschland, auch wegen dieser Maskenaffäre beispielsweise. Das war ja auch eine Form von Lobbyismus, dass da, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass da Politiker Geld dafür gekriegt haben, dass Masken von einer bestimmten Firma gekauft wurden. Daraufhin wurde jetzt dieses Lobbyregister, das schon seit Jahrzehnten gefordert wurde, eigentlich von verschiedenen Transparenzorganisationen, jetzt wieder diskutiert und soll eingeführt werden oder wurde eingeführt. Und das ist gut, weil das gibt es ja auch schon in Brüssel beispielsweise. Deswegen hatte ich ja auch diese Zahl, dass da 12.000 Lobbyisten sind. Also sobald das jetzt hier in Berlin funktioniert, kann man dann da auch die Zahlen genau ablesen, wie viele Lobbyisten da tatsächlich in den Bundestag immer ein- und ausgehen, um die Abgeordneten zu beeinflussen. Also dafür ist es gut, aber es ist tatsächlich nur ein Anfang, weil ich hatte ja schon beschrieben, wie groß da der Graubereich ist, auch zwischen dem, was dann vielleicht nochmal nach dem Abgeordnetenjob passiert oder so. Und man kann sich da noch sehr viel weitreichendere Sachen ausdenken, also beispielsweise einen offenen Terminkalender, das gibt es in Frankreich, dass die Abgeordneten offenlegen, mit wem sie sich überhaupt an einem Tag treffen oder Gesprächsprotokolle von jedem Treffen, dass man einfach nachlesen kann, worüber hat er denn eigentlich gesprochen mit dem Kohlekonzern? Das ist ja bislang absolut intransparent. Warum eigentlich? Also der Politiker diskutiert ja eigentlich in meinem Sinne, dafür habe ich ihn gewählt. Warum sagt er nicht, worüber er spricht? Das ist ja eigentlich komisch und wäre zum Beispiel was dieses Lobbyregister super ergänzen würde. Also genau, also insofern ein guter Anfang, aber da gibt es noch sehr viel mehr Regeln, die man sich vorstellen könnte. Wie transparent ist denn zurzeit der Lobbyismus in Deutschland? Also guter Lobbyismus, also aus Sicht der Konzerne, ist nicht transparent. Das ist ja gerade der Charme daran, sozusagen für die so zu sprechen, als wäre es für alle, wenn sie eigentlich nur für sich selbst sprechen. So. Und insofern ist es eben nicht transparent, beziehungsweise alle guten Lobbyisten versuchen nicht als Lobbyisten erkannt zu werden, so, sondern als neutrale, wissenschaftsbasierte Experten, die vielleicht jetzt diese oder jene Studie zitieren, die sie auch noch vielleicht selbst mitgeschrieben oder an der mitgedreht wurde. Insofern ist es nicht offensichtlich. Da gibt es auch noch ein sehr interessantes Beispiel aus den USA zu, von der Tabakindustrie. Die war ja mal eine der größten Lobbyisten eigentlich der Welt, also mit dem meisten Geld ausgestattet, die Tabaklobby zu der Zeit, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, als man noch überall geraucht hat und es gab überhaupt keine Gesetze, also selbst als ich studiert habe, damals in Bochum, wurde noch da in den Cafés geraucht an der Universität. So, das kann man sich heute auch nicht mehr denken. Und kurz davor sogar noch in den Seminarräumen. Also ja, und gab es halt die Tabakindustrie, die hatte 6.000 Studien veröffentlicht, aber ohne zu sagen, dass die bezahlt hatte. Und diese Studien besagten alle, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Lungenkrebs und Tabakkonsum. So, also die haben gesagt, Rauchen ist nicht schädlich, haben diese 6.000 Studien gesagt. Und das ist sozusagen ein Beispiel für die Intransparenz. Sie haben diese Studien auf den Markt gebracht, sozusagen in den Umlauf gebracht, die wurden in den Medien zitiert und haben sie natürlich darin gestützt, dass keine Gesetze gegen Tabakkonsum verabschiedet wurden. Und das wurde jetzt nur öffentlich, weil es da so Gerichtsakten gab. Aber das ist natürlich ein Beispiel dafür, wie geschickt und wie intransparent, also das ist sozusagen das Ziel der Lobbyisten, wie intransparent das ist. Also, und auch in Deutschland kursieren sicherlich sehr viele Studien, die nicht neutral geschrieben wurden, sondern die beeinflusst wurden von demjenigen, der sie bezahlt hat, also von der Auto- oder Kohleindustrie beispielsweise. So. Und insofern, genau, ist Lobbyismus, wenn er gut gemacht ist aus Sicht der Konzerne, komplett verdeckt. Am besten ganz verdeckt, weil dann ist es halt, wirkt es wie allgemeingültig, obwohl es ein Einzelinteresse ist. Gut, die Schulstunde ist jetzt leider schon zu Ende, aber die gute Nachricht ist, wir machen nur 2 Minuten Pause und dann geht es weiter mit den weiteren Fragen, weil es gibt noch sehr viele interessante Fragen. An alle, die uns jetzt verlassen müssen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. An alle Lehrerinnen und Lehrer, vielen Dank. Genau, und dann sehen wir uns in 2 Minuten wieder, hoffentlich. Bis dann.